Ja, viel Spaß mit der Orakel-Queen aus Neuruppin. Ich fuhr in meinem alten Passat, die Nacht peitschte an die Scheiben. Mein Denken war wirr, mir hing einiges nach, ich wollte mir die Zeit vertreiben. Hatte ich einen Termin, es war spät, ich musste mich eilen. Bei der Orakel-Queen aus Neuruppin, sie könne Gehirnfasching heilen. Auf einem Parkplatz in der Pampa empfing sie mich mit Tee und Licht. Ich stellte die Frage, wie es tendenziell aussah. Sie legte ein keltisches Kreuz auf den Tisch. Sie räucherte, tanzte und zog einen Kreis aus Rosmarin, Salbei und Myrrhe. Sie blickte mir tief in die Augen und weiß, sagte mir folgende Dinge. Du kannst gut mit Menschen umgehen und du bist sehr intelligent. Du hast schon mal etwas im Voraus gesehen, ach so, und dein Mann geht fremd. Ich war fassungslos, alles stimmte genau. Ich kann gut mit Menschen und ich bin auch schlau. Das hätte ich nie zu wagen geträumt. Ach so, wie war das nochmal mit meinem Freund? Sie wurde ernst, dann blockte sie und meinte, ich sollte mich trennen. Mein Freund sei mit einer anderen liiert, die würden sich schon länger kennen. Ich zahlte, ging, stieß überall an, meine Aura war dunkel und fleckig. Ich rettete mich in die Bar nebenan und zersoff meine Wut roh und dreckig. Es wurde hell und der Wirt strich die Zapfen. Er schob all das einsame Pack vor die Tür. Ich wollte gerade zu einem Taxistand stapfen, da sah ich ihn mit der Orakel-Queen knutschend in unsere Tür. Ich rauchte vor Wut und tanzte im Kreis, schmiss Rosmarin, Salbei und Myrrhe. Ich blickte ihr tief in die Augen und weiß, sagt ihr folgende Dinge. Ich kann gut mit Menschen umgehen und ich bin sehr intelligent. Ja? Ich habe schon mal etwas im Voraus gesehen und dann packte ich sie beim Hemd. Du legst mir die Karten und ich lese dir die Leviten. Jetzt zeige ich dir mal, wie man mit Menschen umgeht. Denn ich bin schlau und ich hab die größeren Titten. Und du bekommst es auf die Fresse, du bekommst es auf die Fresse, du bekommst es auf die Fresse. Das hab ich schon vorher gesehen.